Moin moin zusammen und willkommen zu einer neuen Runde Blade and Soul. Ja, wir sind immer noch auf der Startgebiet unterwegs, also in dem Starttutorial. Und wir müssen jetzt die Höhle der Prüfungen absolvieren. Mal gucken, was uns da erwartet. Und wir sind windeilig unterwegs. Ja, ich würde mich jetzt über unser Feedback freuen. Was haltet ihr von Blade and Soul? Ist es ein MMO, das man spielen kann oder ist es wie sehr viele ASMMOs, wird am Anfang sehr gehypt, wie Arch-Age zum Beispiel, habe ich auch gespielt, bloß nach einem Monat ist dann doch relativ wenig los gewesen und die meisten Leute sind wieder gegangen. So. Kampf? Kampf? Okay. Okay, wir sind auf jeden Fall agil. Massakrierter Krieger. Hey. So eindeutig beschissen. Oh ja, 7.091 HP. Autsch. Heiltrank. Gluck, gluck, gluck. Warum hast du mich getötet? Meister Hom glaubt wohl an euch. Geht in euch und kommt zurück, wenn ihr bereit seid. Ich bin bereit. Du hast bloß viel mehr HP als ich. Kann ich auch einen auf Großmaß machen? Oh! Was ist hier los? Hier war noch vorher ne? Drauf. Ui. Der sieht tot aus. Das Schwert, Hong. Jin So-yeon, ihr seid am Leben? Ja, wie schade. Welche Mal hatte ich? Jura, Gubon.
besiegt die Unheimer. Wow. Okay. Der zwei Angriffe ist um einiges. Einiges effektiver. Ich glaube, ich muss nachher auch mal den Sound etwas runterdrehen. Ich glaube, der ist ziemlich laut für euch. Anscheinend war selbst meine tägliche kleine Dosis Gift zu viel für euch. Gift? In meinem Trunk? Wieso? Tja, wieso nur? Ich hätte den Folianten der Kampfkünste einfach stehlen sollen. Allem Anschein nach hätte mich sowieso kaum jemand aufgehalten. Wirklich, Meister? Das waren die legendären Hongmun-Künste? Geht beiseite. Dämmer schneit. Wow. Ja, was für eine Macht. Das war der kleine Fellknoll. Nun, lass meinen Schüler gehen. Lehnt! Lehnt!
Soll ich runter und ihn erledigen? Nicht nötig. Keiner überlebt die Schwarzrose. Wacht auf! Bitte! Ihr seid unsere einzige Hoffnung! Haltet sie auf! Hey! Wacht auf! Aufwachen! Hört ihr mich? Hey! Aufwachen! Oh, ihr seid wach? Seid ihr in Ordnung, was ihr durchgemacht haben müsst? Ich bin Nam Soo Yeo. Ich sage Papa, dass ihr aufgewacht seid. Ihr kennt Do-Chun nicht? Er ist von der Hongmun-Schule, wie ihr. Verließ das himmlische Heiligtum vor langer Zeit. Aber hier ist er eine Legende. Er ist Hauptmann der Bambuswache und kämpft gegen die schwarze Ramme. Papa kämpft ständig. Ich fürchte um sein Leben. Die schwarze Ramme ist bereits am Strand. Ich bin so in Sorge. Hätten wir nur mehr Krieger, das könnte das Ende sein. Wirklich? Hab Dank. Aber seid vorsichtig. Alle sind schon draußen. Vergesst eure Waffe nicht. Ob Kosol Jun weiß, was zu tun ist? Er ist draußen. So. Jetzt wollten wir ganz kurz mal den Sound etwas runterschrauben. 76, ich glaube. Was war mit 50? Für alle, die Grafikeinstellungen sehen wollten, hier ist alles auf 4, man kann es maximal auf 5 drehen. Verzeiht, aber es auf automatischen. Man kann hier theoretisch auch Umgebungsverdeckung, noch Physikeffekte, Kreuzfilter, Anti-Aliasing ist aus, werde ich nachher mal anstellen. Auf Automatik stellt. Oh, das sind die automatischen Einstellungen. Okay. Ja, hier trifft man endlich auf andere Spieler. Hey, hier ist einiges los.
Wartet ihr auf eine schriftliche Einladung? Geht! Wir müssen das machen. Ja, ich trage ja schon die Kiste. Ihr seid der Hongmun-Schüler? Wie der Hauptmann? Für einen, der fast gestorben ist, wirkt ihr recht kräftig. Seid ihr nur halb so gut wie der Hauptmann, wärt ihr eine große Hilfe. Der Chun fischte euch aus dem Wasser. Rennt rüber und zeigt ihm eure Dank. Ihr könnt ihn nicht verfehlen. Er ist die Ein-Mann-Armee am Strand. Ah, wer braucht schon Schwerter? Ein großer Krieger, aber etwas Hilfe ist ihm sicher. Eure Einstellung gefällt mir. Geht zur Küste und macht euch nützlich. So ein Hauptmann Dutschun ist dort drüben. Helft ihm. Ich komme und rette dich. Kein Panik. Besieg die Küsten. Wo trage ich die hin? Da hinten. Hui. Er ist bewusstlos. Ein Glück, dass... Wartet. Ihr seid der, den Dojun gerettet hat. Unglaublich, dass ihr noch... Dojun nannte es mal das Mal der Schwarzrose. Er dachte, ihr würdet nie mehr aufhören. Ruht euch aus und sprecht dann mit ihm. Die schwarze Ramme hat sich vorerst zurückgezogen und ich kann mich um die Verletzten kümmern. Geht zurück ins Haus der Heilung, wo ihr erwacht seid. Ich hole du los. Zeigt ihn mir. Jupp. Das Haus der Heilung. Da ist er. Gut, dass ihr eure Stärke wiedererlangt habt. Ihr wart lange bewusstlos und ich fürchtete bereits das Schlimmste. Aber Schüler der... Ich war einst Meister Hongs Schüler. Mein Name ist Do Chun. Ich bin der Anführer der Bambuswache hier. Vor einigen Nächten sah ich einen Feuersturm über dem himmlischen Heiligtum. Ich fuhr hin, um zu helfen. Doch ich kam zu spät. Ich sah die Verwüstung. Leichen im Meer treiben. Was ist in Jin Tsuyun? Meister Hong hat sie ein- oder zweimal erwähnt. Was hat sie zu dieser abscheulichen Tat getrieben? Wie konnte sie in die Schule eindringen? Himmel, Lu Song? Ich bin ihm nur einmal begegnet. Er hatte etwas Unheimliches an sich. Sag mir, konnte Meister Hong dem Massaker entkommen? Nein, der wurde getötet. Das zu hören betrübt mich sehr. Doch meine erste Sorge gilt der Sicherheit des Dorfs. Die Marodeure der Schwarzen Ramme, die das Bambusdorf angriffen, müssen gestoppt werden. Vielleicht kann ich etwas über Jin Tsuyun in Erfahrung bringen. Ihr so lange helfen, das Dorf zu verteidigen? Na klar. Das freut mich. Ich spüre großes Potenzial in euch. Unter Kriegern nennen wir Personen wie euch Jian. Geht und macht der Hongmun-Schule Ehre, Jian. Oh, reguläre für 20 Bällchen. Nahrung, Bällchen. ich habe übrigens schon überlegt, was ich euch alles zeigen werde. Schön, euch wiederzusehen. Danke für eure Hilfe zuvor. Tut mir leid, dass ich unhöflich war. Der Hauptmann traut euch. Das reicht mir. Eine Ehre, mit euch kämpfen zu dürfen. Von dem kleinen Meister kann ich das nicht behaupten. Oh, ich meinte Dodan, den Sohn des Hauptmanns. Der sich für einen Helden hält, aber nur ein Verantwortungsloser. Irgendwie ist Dodan nie da, wenn die schwarze Ramme angreift. Und es kann ein Zufall sein, dass uns genau dann immer die Munition ausgeht. Ihr wirkt ruhig und verschlossen. Könnt ihr ein Geheimnis bewahren? Er ist zwar der Hauptmannssohn, aber er verhält sich verdächtig. Könnte Dodan der... Sagt es keinem, aber ich bin ihm gefolgt. Er verließ seinen Posten und ging zur Küste. Er und sein Kumpan schlichen herum, als fürchteten sie beobachtet zu werden. Dann kam ein Schiff der schwarzen Ramme. Ich lief zurück und warnte alle. Dodan lief sicher zum Lager der schwarzen Ramme.
Die schwarze Ramme muss sich ganz in der Nähe verstecken. Sicher trägt einer der Küstensoldaten eine Karte bei sich. Ihr habt Lodan gefunden? Ich spreche nie wieder. Okay. Besorgt eine Karte von einem Küstensoldaten, oder? Das schaffen wir doch. Ein Küstensoldat. Sprecht mit Chengun, der ist da oben. Was ist denn das? Ach, das ist ein Beastmaster, ein Beschwörer. Chengun, was willst du? Bist du der Spion? Ich rette euch. Du hast zu looten? Irgendwie gibt's keinen Loot. Ich bin Dodan, wer sonst? Ihr kommt wie geplant. Ich wusste, Sol-Jun würde mir jemanden schicken. Er ist ein Fan von mir. Macht euch bereit, gleich geht's los. Richtig gehört. Ihr habt die Ehre, Teil meines Grand... Da drüben seht ihr das Flaggschiff der schwarzen Ramme. Das ist mein Plan. Wir jagen es mit der Kanone. Ihr könnt jetzt gehen. Ich habe volles Vertrauen in euch. Als Gegenleistung. Oh, ist ja nett von ihm. Wir dürfen die Kanone anzünden. Allerdings würde ich sagen, machen wir das erst beim nächsten Mal, weil die Folge läuft schon ziemlich lange. Ich hoffe, das Ganze hat euch ein bisschen gefallen. Ich würde mich sehr über euer Feedback freuen. Gebt mir mal ein Feedback, wie ihr Blade & Soul so findet vom Zusehen her. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Bis dahin, ciao, ciao, euer Blugrom.